Angeblich können wir das. Jedenfalls, gut Spiel. Hallo, Marc. Ja. Hallo, Hamid. So, Würfel. Warte, Würfel. Seid ihr jetzt Runde 3? Ich habe bisher noch eine. Keiner hat einen Würfel. Nein, Würfel. Ich würde nur auswählen. Hallo. Wer noch hört, darf nicht entscheiden, wer anfängt. Okay. Dann fange ich an. Alles klar. Okay. Gut, dann kommt viel Glück. Ja, ja. Einmal gehabt und einen davon wollte er aufschmeißen wegen einer anderen. Weil die ein bisschen Ich weiß, dass man das so fühlen kann. Ich habe meine 5 geschoben. Ja, aber das macht man schon mal. Das ist das Schöne bei GPs. Ja, du bist in der Welt, bist du dazu verpflichtet, das Gegner steckt zu dir. Misch. Das machst du ja auch. Kannst ja auch so. Effekt. Ja. Kommt 2 in Dreh. 1. Von anderen. Nee, von heute Morgen tatsächlich. Von 6 Uhr. 3. Dann. Ein gerade? Und ich hole schon mal den Idea-Effekt. Dann forciere das Idea-Effekt. Wo ist den schon mal? Ja, aber dann.
Die haben die Qualität in den letzten Jahren ziemlich stark nachgelassen. Ja. Also ich finde, also ja, so, ja, so gerade hier so getrennt wurde, dass man da essen geht, dann gleich da mal liegen oder so. Wo ist der andere? Wir gibt's ja nur den draußen, ne? Ja, ja, den also hinten. Ist der noch da? Noch mit Sam? Ja, klar. Vor eineinhalb Jahren oder was haben wir ja hier schon letztes Mal gezockt mit Boris und so. Ist der Boris auch reingefahren, auch so ein mega Chicken Wings, so die großen auch. Gut oder was? Ja, haben wir dann so zusammengeschmissen, haben wir dann auch so. Und ja, war halt schon ganz geil, aber wie gesagt, du bist halt nach zwei Dingern, ist okay. Mehr geht da nicht, ne? Weil wegen der Panade viel ist das Problem nicht. War, ich saß in der RS7 auf dem Weg nach Köln letzte Nacht. Und die ganze Zeit, ich saß in so einem Vierer. Mich erwartet mein Bucket neben dem Bett noch. Wenn ich mal nach Hause komme, so, kann man denn mal essen hier? Du weißt, was so schlimm ist, als wir das hier hatten? Wir hatten diese Salate, diese Rotoren einpacken. Und ich hatte die, glaube ich, drei Wochen lang auf meinem Schreibtisch stehen. Und ich weiß, der war immer noch gut nach drei Wochen. Aber ich habe ihn nicht mehr gegessen. Diese geile Salaten essen. Nee, die sind so klein. Aufpacken und dein Licht, dass ich hier drin nimmst und noch einen. Warte, ich muss mal erst, kriegst du mal einen Trick, ne? Bist du hier wieder? Ja. Hier, den Rollen. Wollen wir ja mit von Rollen sein? Immer schön mit der Peitsche drauf bleiben. Worum geht es denn? Keine Ahnung. Ey, nächste Woche ist der, ich weiß nicht, wie das Release. Genau. Da wollte ich fragen, weil ich habe bei Internet gesehen, dass Solar Ring und Mana Crit wieder am Boden ist. Ich habe nicht gesehen. Der kommt als Masterpiece raus, aber von Standard nicht in die Legal. Modern nicht. Aber Modern schon? Ja, sicher. Oh, ich habe jetzt meinen Mana Crit verkauft. Ja, die sind aber geil, dass sie Nein, ich will gar nicht.
Und dann hätte ich oder eine Bombe hier. Und dann hätte ich eine Bombe. Ja, Einkaufen? Ich? Was soll ich denn einkaufen? Ihr gebt mir Geld. Ich? Ja. Nee, ich hab nur gesagt, ihr könnt mir was mitbringen, wenn ihr fahrt. So haben wir nicht gewettet. Ist der Arsch von der Kommission amerikanisch? No, ich bin Schaden.
Wenn man Interesse an einem Grafik bekommen. Nee, danke. Das ist 1.900 Schaden. Und 1.900 Schaden hast du, ja. Wie viel Arme habe ich nochmal? Du hast jetzt noch 6.100, ich habe 6.200. Ah, das ist auch so. Danke, vielen Dank für die Frage. Ja, aber der Kunde ist skeptisch, ne? Ja. Darum geht's ja. Der wohnt hinten in Ordnung. Da ist ein weiter entfernt. Du nimmst den Lachen mit, ne? Ja. Ja. Irgendwo in der Ordnung. Perfekt. Ja, ist Donnerstag, ne? Aber der ist nicht mehr so. Wir sind ja bald in Berlin. Pero luego sacaron los... ¿Tan mala? No me gusta, tío, muy de los 90. Pero luego sacaron After Watchmen, o Before Watchmen, perdón. Y son estos, y son buenísimos. O sea, estos cómics son buenísimos. De Johannes war ja auch hier der Einzige. Sí, creo que sí. No, este es. Ah, bueno, pero el cómic, pero con extras. Estos dibujos, ¿no te gustan? No, no me gusta. Por ejemplo, el mismo que el debo de Vendetta, que lo tengo en España. Ah, mira, aquí está, No, no, es verdad, mira. El dibujo es como lo colorean. Mira, el Dr. Manhattan, este era súper nuevo. Este, la historia es como... Sí, este es un spin-off. Ja, es un Pau. Das ist ein Pau. Das ist ein Pau. Das ist ein Pau. Das ist Così mi piglia la prima una carta, che viene variata. Sì, qui credo che voglio scendere. È in tutto da fuori. È stato domenico. Jetzt hast du 25 Euro. Du kriegst eine Box. 25 Euro. Du kriegst eine Box, da sind 6 Booster-Packs drin. Ja. Eine Promokarte und ein Würfel. Ja. Und aus diesen 6 Booster-Packs und einer Promokarte baust du dir ein Deck. Und ein Stein Booster-Draft oder so heißt das. Nein, das ist kein Booster-Draft. Das ist kein Draft. Jetzt nicht dieses, ich nehme eine Karte und das weiter. Nee. Was für ein Schwein ich nehmen darf, da brauchst du eine Box. Das ist schon mit 60 Karten. Das sind so 13, 15 Euro und da waren 20 Länder und Du hast halt 60 Länder und darauf baust du den 40 Karten. Also bei Magic ist es nicht so. Wenn man spielt 17 Länder, dann halt 6 Karten. Erwachsene Menschen brauchen bestimmt keine 10 Länder. Das spielen wir mal gesehen. Je nach Größe kriegt der erste Platz schon mal. In der Regel sind wir zwischen, also wenn es der erste Teil eines Blocks ist, dann hast du 36, 40, wir waren mal 46 Leute hier. Diesmal wird es voll, Dennis, unterschätzt das nicht. Nein, ich unterschätze das nicht. Diesmal haben wir schon über 20 Leute. 20 ist ja nichts. Und wenn ich mich anmelden will oder so, ich muss das machen. Einfach gesagt, zack, deine Liste, da kannst du einfach. Weiß man nicht, wo der. Ich habe Zeit, das ist egal. Ja, du hast schon. Ja, die Sache ist, weiß ich, ob ich am Wochenende arbeite. Du hast spätestens bis Freitag, 3:30 Zeit. Wenn du mobilisierst, dann kannst du Samstag um 15:30 Uhr kommen, dann bist du das nächste Abend. Oder Sonntag um 11:30 Uhr, 12 Uhr. Aber da kriegst du nur zu einem kommen. Dann kannst du einen reinkommen. Aber da kriegst du. Doch, du zahlst jeden Tag 25 Euro und jeden Tag. Okay, ja, dann mach ich bestimmt mal mit. Nachtreleases ist ja das Geilste. Das fängt nur an und geht bis morgens 8 Uhr oder so. Ah,
das ist für das vom Freitag bis Samstag. Ja, weil ah, geil, das wusste ich. Wir dürfen jetzt Samstag, dass wir was machen. Das hat 0 Uhr geschafft. Also Samstag 0 Uhr. Okay, einfach schauen. Das bedeutet, man bringt seine Futter mit, sein Bierchen, seine Sachen. Okay, super. Weißt du, wann der Sergio kommt? Der ist jetzt in Amerika. Ja, aber gut, frage ich dann. Weißt du, wann der kommt? Das ist Wochen? Jetzt. Monat oder so. Ja. Weißt du, ich habe... Ich habe ein bisschen mit denen geredet, wie geht's dir? Ja, ja, die ganze Zeit am Ficken viel, weißt du, los, da, da, da. Ja. Sind auch interessant, das ist ja, ja. Ich habe den schon mal da, den von Hausern, also kannst du dich erinnern? Ja. Kennst du den Spiel, hast du schon mal ein Spiel, das du machen willst? Außer, dass es sehr cool sein soll, habe ich nicht. Also, die haben ja, die Sache ist, das ist fast unmöglich, ein neues zu besorgen und wenn auch, musst du 300 Euro bezahlen. Was? Ja. Nee, aber es gibt die Expansion, oder wie man sagt, nicht das Spiel. Und ohne das Spiel kann man nicht. Achso, spielen. Ja, das Grundspiel sollte man schon haben. Ja, dann die, wollte ich fragen, ob vielleicht sowas so, Ähnliches in die Richtung geht. Ich hab das mit Fett geschrieben. Ja. Fett? Ja. Ja, Kriegsspiel. Kannst du bei Internet suchen und spielen, dann kann dir erklären noch ein bisschen, wie das Spiel ist und so. Da wollte ich einfach mal fragen, ob du vielleicht etwas in der Nähe kennst, das ich mir vielleicht kaufen kann, weil das ist für ein Spiel. So viel Blut habe ich nicht. Es como que no encuentras por ninguna la Play, pero por todos lados con los mandos. Sí, sí, me pido una parecida, así azul. Pues es que lo quería azul, azul. Y no había ninguno, así que era azul en blanco o algo así. No tengo la vida, ¿eh? Al final de todo. Ah, igual, ya lo tengo así. Estos son los pascos antes tarde, que están bastante bien, porque te salen mucho más a cuenta. Es un lazo, ¿no? Pero... Pero bueno, que yo lo que hacía, me pillaba un par de estos, y con las cartas que tenía, pues es que la cambiaba por la otra, no sé qué. Pero claro, necesitas cartas de base, y ahora por ejemplo lo que estoy haciendo, lo quiero decir lo que me falta. Es un mazo de bombo, ¿sabes? Eso de pipa, pum, pum, pum. Ah, chaval, cuando tú no me puedes ganar, no lo voy a decir, pa. Pokémon. Yo por ejemplo los X-Men, no tengo ni puta idea, pero me pillé algunos solo con las naves, ¿sabes? Que es muy interesante. Perfecto, ¿eh? Kannst du lieber einen Bier sehen? Ja, das nee, genau, ich bin schon exakt nicht viel Zeit. Ich brauche nur ein paar Bilder, um mal grob zu brennen. Das ist ein Spiel, wo du ein Szenario gibst mit so Kreise und du kannst immer schießen, wo der... Ego-Shooter, ne? Ja, ja, und fängst auch an, du kannst dir ein Team bauen mit dieser Waffe oder die andere Waffe, bla bla bla.
Du kannst diese Kreise bewegen und wenn ein Kreis rot ist und ein bisschen blau, dann kann ich dich nicht schießen. Aber wenn ich ein Kreis rot ist und du auch, dann kann ich dich wohl schießen. Man fängt an mit dem Team und den kann man auch aufbauen, wie man will. Bist du mal Mittwochstar? Ja, vielleicht hat er was recht. Nee, das ist einfach so. Ist einfach so. Den Markt kannst du am besten. Ich sitze da so. Du kannst das auf jeden Fall, du kannst bestimmt was aktivieren. Ja, und wenn nicht.